Der Verein Bewusst gemeinsam leben steht als Bündnis für all das, was unseren Lebens- und Erlebensraum fördert. Es gibt Lösungen sichtbarer und wirksamer zu machen. Hier ein Impuls. Anton, wir stehen da in einem Rapsfeld. Wieso das? Uns ist es einfach ein Anliegen in der Landwirtschaft, einfach die Vielseitigkeit nicht nur zu demonstrieren, sondern auch zu leben. Und zwar auf der anderen Seite die Fruchtfolge. Und da ist für uns die Rapsaatgutvermehrung auch ein Teil davon. Neben Getreide, Mais, Gersten und so weiter aus, ist auch Raps ein wesentlicher Punkt, weil wir auch nicht nur im Obstbereich, sondern auch Topern Raps, wir brauchen die Bienen, wir brauchen die Imkerei, wir brauchen ein Miteinander. Und glaube ich, das ist für uns das Entscheidende, was nutzt halt der Imker nebenan, wenn seine Bienen keine Basis finden, wo sie seine Nahrung holen. Und da versuchen wir halt, dass wir das im Prinzip so leben und deswegen auch diese Produktion und wo wir jetzt von Rapsfeld eben stehen. Und wie gesagt, wir machen jetzt seit vielen Jahren Rapsaatgutvermehrung und gibt uns recht, dass wir da gut unterwegs sind und vor allem österreichische Saatgut dann haben. Und nicht von irgendwo her, sondern wir machen das für die Kärntner Saatbau bzw. Saatbau Linz, die dann dieses Saatgut, was da produziert wird, dann in Österreich als Saatgut verkaufen können.